Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ganz, ganz viele DM-Neuheiten für euch. Ich zeige euch einfach hier auf dieser Seite, welche Produkte es aktuell in diesem Monat neu in eurer Drogerie gibt. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen auch gleich. Zuallererst freue ich mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Das ist natürlich noch ein Video, was ich hier bei mir im alten Studio gedreht habe. Und da der Umzug bei mir jetzt gerade stattgefunden hat, ist das ein Format, was ich mir bei meiner lieben Luise geklaut habe. Sie hat das nämlich auch gemacht und ich finde, das ist ein super, super Videothema, ein Videoformat. Ich verlinke euch ihren Kanal gerne einmal unten in der Infobox. Schaut da unbedingt vorbei und lasst ihr gerne ein Abo da. Sie hat gerade die 50.000 geknackt und ich bin unglaublich stolz auf sie. Ich weiß nicht, ob ich das Make-up heute fühle. Ich hatte gerade eine andere Lippenkombination drauf, die mir gar nicht gefallen hat. Deswegen dachte ich, machen wir einfach was Rotes drauf. Aber ich will gar nicht so viel quatschen, Freunde. Falls euch Drogerie-Neuheiten interessieren, dann lasst mir gerne ein Abo da und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Normalerweise ist in den DM-Neuheiten-Videos wirklich alles bunt durchmischt. Bei mir geht es meistens eigentlich immer hier um Make-up. Deswegen werde ich auch heute euch alle Make-up-Neuheiten vom DM zeigen. Starten wir mit einer Mascara von Judith Williams. Das ist die Mega Falls Lash Mascara. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Die soll aber eine starke Deckkraft und ein schwunggebendes Bürstchen mit beinhalten. Finde ich, sieht sehr, sehr spannend aus. Ihr habt nämlich bei den Bürsten zwei verschiedene Seiten. Einmal eine gerade und einmal eine geschwungene, sodass ihr an alle Wimpern wohl sehr, sehr gut rankommen sollt. Ich habe viele Judith Williams Produkte tatsächlich auch schon probiert. Muss ich sagen, ich mag die Sachen auch ziemlich gerne. Ich habe gehört, dass es neue Produkte gibt. Wahrscheinlich werden wir auch gleich hier welche noch finden. Aber falls euch ein Judith Williams Video interessiert mit ihrem Make-up, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann machen wir mal ein kleines Full Face. Und da geht es tatsächlich auch schon weiter mit neuen Foundations. Ich habe zwei verschiedene im Laden gesehen. Einmal die Easy and Fast Foundation für 9,95 Euro, die eine etwas leichtere Deckkraft haben soll für einen natürlichen Look. Und eine, die natürlich gleich meinen Namen schreit, das ist die Long Lasting Foundation mit einer hohen Deckkraft, die wasserfest sein soll und einen hohen Tragekomfort beinhalten soll. Wie die Foundations performen, weiß ich natürlich noch nicht. Preislich sind die aber wirklich gar nicht schlecht. Ich finde, Judith Williams macht auch wirklich sehr, sehr gute Produkte. Was ich immer kritisieren möchte, ist die Shade Range. Die Shade Range ist schlecht. Da kann man nichts drum herum sagen. Die Shade Range ist schlecht. Die Produkte an sich sind aber gar nicht schlecht. Dann gibt es neue Lip Liner von NYX und das sind die Line Loud Evil Genius Farben. Da gibt es viele, viele verschiedene, die sind auch nur online bei DM erhältlich, haben aber wirklich spannende Farben. Vor allen Dingen die kühleren Töne gefallen mir persönlich super, super gut. Ich stehe, abgesehen von heute, hatte ich eigentlich einen ganz, ganz dunklen braunen Lip Liner drauf. Dann mit einem helleren Ton wie ein Concealer beispielsweise. So eine richtig schöne, nudige Lippe. Meistens benutze ich einen Concealer dafür tatsächlich, um das Ganze so ein bisschen zusammenzubringen. Die Farben finde ich persönlich aber gar nicht schlecht. Die werden bestimmt auch nochmal in die Drogerie kommen. Das dauert aber im Moment so ein bisschen. Vor allen Dingen über den Sommer wandelt sich das Sortiment natürlich recht selten bei den Make-up-Marken. Die Sortiments-Updates stehen aber alle schon in der Tür. Und ich habe auch schon gehört, dass die ersten im nächsten Monat tatsächlich schon einziehen werden. Da bin ich sehr, 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 sehr traurig, dass ich sie persönlich selber nicht getestet habe. Das ist die neue Catrice Limited Edition Tropic Exotic. Da gibt es eine wundervolle Cheek-Palette, eine Face-Palette, die wirklich richtig, richtig schön aussieht. Ihr habt einen Bronzer, zwei Highlighter und einen Blush mit drin. Ich habe es aus zeitlichen Gründen einfach nicht geschafft. Ihr habt das Ganze aber bei Instagram gesehen. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dort einmal vorbeischaut, denn da zeige ich euch wirklich Wochen vorher schon, was in den nächsten Wochen und Monaten teilweise auch in der Drogerie einziehen wird. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, hüpft gerne einmal schnell zu mir auf Instagram rüber. Da findet ihr das Ganze nämlich. Auch die Lidschattenpalette ist richtig, richtig schön. Ich muss sagen, dass ich die Farben in der Palette erst nicht ganz so spannend fand, aber als ich dann ein paar Videos gesehen habe, dachte ich mir, man kann wirklich schöne Sachen mitmachen. Gerade dieser Pinkton oder dieser schimmernde Blaupetrolton
gibt einfach ein richtig spannendes Highlight im Inner Corner Augenwinkel. Und ich glaube, dass das für den Sommer der Trend überhaupt ist, wenn man sich nicht traut, so viel Farbe wie vielleicht eine neongelbe Cut Crease zu tragen. Real Techniques hat eine neue Reihe rausgebracht, die hatte ich euch auch bei Instagram schon gezeigt. Das ist die Chroma LE. Ihr wisst, ich liebe die Produkte von Real Techniques. Die Pinsel sind sehr, sehr gut im guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schwämme auch. Welcher mir persönlich am besten gefällt, ist der Miracle Air Blend Sponge. Der ist nämlich wie Schaumstoff, hat eine sehr, sehr grobe Porenstruktur und verteilt das Make-up extrem schnell. Also, du musst so ein bisschen aufpassen, weil er das natürlich nicht so ebenmäßig einblendet wie der klassische Schwamm von Real Techniques oder generell ein Beauty Blender. Aber dieser Miracle Sponge gibt dir einfach extreme Deckkraft, weil er nichts wegsaugt. Und dann gehst du einfach mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen rüber oder mit dem Microfiber Multitool und hast ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Apropos Microfiber Multitool, ich wurde ganz, ganz oft gefragt, wann es denn endlich soweit ist. Bald, Freunde. Ich habe jetzt, je nachdem, wann ihr das Video seht, wahrscheinlich letzte Woche, die kleine Nachlieferung von Pinseln bekommen. Die Microfiber Multitools Mini sind auch schon da und es gibt bald eine Limited Edition vom klassischen Microfiber Multitool, die erste LE von Giacomo Cosmetics. Ich weiß nicht, ob es im Juli noch was wird, vielleicht Ende Juli, Anfang August, nur dass ihr schon mal gehört habt. Ich habe es natürlich nicht vergessen, aber aufgrund des Umzuges muss ich einfach schauen, dass die ganze Ware im neuen Lager ist und dass ich meine Abläufe dort perfektionieren kann. Trended Up hat einen Concealer Stick rausgebracht. Das ist der Cover and Conceal Matte Stick. Bin ich ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Das erinnert mich so ein bisschen, vielleicht erinnert ihr euch vor, ach Gott, 10 Jahre ist es bestimmt schon her, ne? Diese Clearasil Concealer Stifte, sahen aus wie ein Lippenstift. Mein Gott, hab ich die in mein komplettes Gesicht gepackt, ne? Als Foundation, weil ich dachte, das ist gut für die Haut. Sah natürlich total crusty, trocken und furchtbar aus. So ein Concealer-Stick ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, um punktuell so ein bisschen auszubessern. Ne? Wenn du so ein bisschen geschludert hast, vielleicht mit dem Eyeliner oder deine Augenbraue einfach sehr schnell ausschneiden möchtest und eine Kontur setzen möchtest und ein Highlight setzen möchtest, glaube ich, dass das gar nicht so schlecht ist. Die Farbrange ist hier nun gut durchwachsen. Ne? 2 Farben ist... Nee, ich verstehe es nicht. Also ich weiß warum, aber das geht nicht in meinen Kopf. Das finde ich persönlich super, super spannend. Das ist der Infallible Bronzer. Ich liebe ja die Infallible Foundation. Auch das Foundation Puder hat mir ganz gut gefallen. Jetzt gibt es aber auch einen Bronzer davon, der jetzt in die Drogerie einziehen soll. Auch hier gibt es viele verschiedene Farben und zu einem wirklich guten Preis. Ich muss sagen, Puderprodukte kann L'Oreal sehr, sehr gut. Vor allen Dingen die Bronzer und Blushes gefallen mir von der Marke ganz besonders gut. Beim Puder muss man immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird, dass es nicht zu crusty wird, aber wenn ihr mit einem Setting Spray rübergeht, dann sieht es eigentlich immer gar nicht so schlecht aus. Und es geht auch direkt weiter mit Maybelline und das ist die Lash Sensational Sky High Mascara in Cosmic Black. Ich habe noch nicht den Unterschied zu der anderen mitbekommen. Die ist jetzt auch nicht besonders wasserfest, aber hier soll Bambusextrakt mit drin sein und hat eine Faserformel mit drin. Wahrscheinlich ist es das, was den Unterschied macht, dass da wahrscheinlich Fasern drin sind, die sich an die Wimpern anlegen. Das finde ich persönlich immer super gut. Da gibt es auch von Asam eine, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und passend dazu habe ich natürlich eine kleine Ankündigung für euch. Ihr wisst ja, dass ich schon sehr, sehr lange mit Asam zusammenarbeite. Und Asam und ich haben uns jetzt auf ein neues Level der Zusammenarbeit begeben. Und ich bin jetzt offiziell Markenbotschafter. Das heißt, ich werde euch in den nächsten Wochen, Monaten hier immer meine liebsten Asam-Produkte zeigen. Und es gibt jetzt auch einen permanenten Code, den ihr immer auf das komplette Sortiment anwenden könnt. Das ist je nach dem Monat, ich sage euch das natürlich immer, heute im Juli ist es aber Maxim-07 und ich denke mal, das wird sich im Laufe der nächsten Monate einfach so fortführen. Also wenn ihr kontinuierlich 15% auf Asam sparen möchtet, dann nutzt gerne meinen Code, damit unterstützt ihr mich natürlich massiv und ihr könnt das natürlich auch eurer besten Freundin erzählen. Was mir noch als neu angezeigt wird, ist der L'Oreal Age Perfect Collagen Straffender Make-up Balm. Den liebe ich extrem. Ihr habt den auch super gefeiert. Es ist ein sehr, sehr zart schmelzender Make-up Balsam, der
so ein bisschen auf der Haut schmilzt und dann aussieht wie eure Haut, wie so eine Creme. Wie so eine schöne reichhaltige Creme, hält den ganzen Tag tatsächlich und sieht sehr, sehr frisch aus, wenn ihr auf einem etwas natürlicheres Make-up steht. Was mir auch als neu angezeigt wird, ist die Wimperntusche Volumen Wasserfest Schwarz. Ich muss immer sagen, dass L'Oréal die Namen immer sehr einfach gehalten sind, ne? Straffener Make-up-Balm. Wimperntusche Volumen Wasserfest Schwarz. Das macht es natürlich sehr, sehr einfach, das Produkt zu deklarieren und zu sagen, hey, das ist das Produkt, das und das kann es, du hast es gleich präsent. Aber im Vergleich zu, weiß ich nicht, NYX, die Mascara Super Epic Intentional Crazy Waterproof nennen, ist da immer die Schere immer ganz besonders groß. Diese eine sanfte Bürste haben, die die Augenkontur nicht reizen soll. Also etwas für sehr empfindliche Augen. Und hat auch Jojobaöl mit drin, die die Wimpern einfach pflegen. Der Bürstenkopf soll sehr schmal sein und somit jede einzelnen Wimpern erfassen. Und das Ganze sieht wirklich schön aus. Was ich weiß, eigentlich sollte das normal sein. Es ist es aber nicht. Und deswegen umso mehr muss ich mich darüber freuen, wenn auch POC-Models genutzt werden, einfach für Representation. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich sage, okay, ich als Mann mit Make-up, das ist vielleicht noch ein Stückchen weit gegriffen, dass das viele, viele Marken machen, aber POC-People, bei POC-People, sie zu representen, ist unglaublich wichtig und dafür für L'Oréal. Super, lieben wir. Manhattan hat eine neue Wimperntusche rausgebracht und das ist die Eye-Mazing Reloaded. Ich weiß nicht, ob es sie so schon mal gibt, aber das Bürstchen sieht sehr spannend aus. Das ist ein recht klassisches Bürstchen, läuft oben aber sehr schmal zusammen, soll schwarz sein und langanhaltend sein. Die Formel ist angeblich patentiert, das heißt also Manhattan bzw. der Mutterkonzern hat ein Patent auf diese Formulierung angesetzt. Das heißt eigentlich immer, wenn eine Marke ein Patent für etwas anmeldet, dann sind sie davon sehr, sehr überzeugt. Ich habe sie persönlich noch nicht getestet, soll wisch- und schweißfest sein, dennoch leicht zu entfernen. Finde ich persönlich immer spannend. Generell, wenn ihr Erfahrungen habt mit Produkten, die ich jetzt hier schon vorgestellt habe, schreibt es mir unbedingt gerne in die Kommentare. Die Mascara gibt es auch in zwei verschiedenen Farben, einmal in Brown, Black und einmal in Black. Was ich generell immer so ein bisschen schade finde, ist, dass das Brown Black auch immer irgendwie Black ist. Aber ich habe eine Mascara gefunden, die wirklich braun-braun ist. Und das ist die einzige, die ich in der Drogerie wirklich gefunden habe, die wirklich so ist. Und das ist die von Trended Up. Und das war es tatsächlich auch schon mit den neuesten Produkten aus dem Make-up-Bereich im DM. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Produkte wie Nagellacke oder Produkte, die ihr persönlich bei mir schon gesehen habt. Sei es der Manhattan Multitasker Concealer oder verschiedene Foundations oder Puder. Aber das waren die Produkte, die ich persönlich auch eigentlich fast alle noch nicht getestet habe und glaube, dass sie mal den einen oder anderen Blick wert sind. Ich bin sehr gespannt, wie euch dieses Format gefällt. Ich werde das Ganze natürlich auch noch mal mit Rossmann machen, wenn ihr wollt. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!